Gut, heute Thema in Physik. In der 8. sind wir gerade. Die ganze Sache in Zahlen. Und zwar in Bezug auf Wärmelehre, die Größen C, Gamma und Alpha. C ist die spezifische Wärme. Diese spezifische Wärme heißt also, wir hatten in der letzten Stunde die Formel entwickelt. W ist gleich C mal M mal Delta T. Nochmal zur Erinnerung, C ist die spezifische Wärmemenge, die in einen Stoff gespeichert werden kann, natürlich auf eine bestimmte Menge des Stoffes, nämlich in Kilogramm, und bezogen auf eine bestimmte Temperaturdifferenz. Und die gesamte Energie wird also berechnet aus diesem speziellen Beiwert, der für jeden Stoff ja unterschiedlich ist, deswegen spezifisch, der Masse des Stoffes, den ich erwärmen will oder erkalten lassen will, und der Temperaturdifferenz. Delta heißt Differenz, also Temperaturdifferenz. Wir hatten das Beispiel, wo es um die 100 Kilogramm Bücher ging, wie viel das ausmacht, wenn ich 1 Grad wärmeres Wasser habe. Dieses 1 Grad macht eben so viel aus, dass ich damit mit dieser Energiemenge 100 Kilogramm Bücher 4 Meter hochschleppen könnte. Auf einen Schlag. Schön wäre es, wenn wir da schon einen direkten Umsetzer hätten. Wir werden uns also heute damit beschäftigen, dass wir das ganze Ding mal mit Leben erfüllen. Machen wir zuerst ein einfaches Rechenbeispiel. Auch für die, die jetzt zu Hause üben, die sollten dann folgendes Beispiel als gegeben nehmen. Wir fangen mal so an. Gegeben sei folgender Umstand. Ich habe ein Glas Wasser. Nee, ich hab einen 2 Liter Wasserkocher. 2 Liter H2O schreibe ich. Derzeit hat er 20 Grad Celsius, der gute. Und ich möchte es zum Sieden bringen, auf 100 Grad Celsius. Die Frage ist, wie viel Wärmeenergie ist nötig? Also W. Das ist gesucht. Die Wärmeenergie, W wie Work, ne? Work, Arbeit und Energie ist gleichzusetzen. Und in diesem Fall, wie viel W Wärme schreibe ich jetzt nochmals ran. So, wie machen wir es? Ganz einfach, wir fangen so an, dass wir sagen, die Lösung besteht im Folgenden. Wir schreiben auf die allgemeingültige Formel W ist C mal M mal Delta T. Und die müssen wir jetzt mit Leben erfüllen. Ich mache jetzt eine Pause und das werden wir jetzt durchdiskutieren und dann kommt die Lösung. Für zu Hause heißt das, im Tafelwerk nachgucken nach C und sich über den Rest Gedanken machen und die Formel praktisch einsetzen. W können wir noch nicht einsetzen, aber den Rest müssen wir dann einsetzen. So. So, jetzt haben wir nachgeguckt und zwar im Tafelwerk haben wir C von H2O gefunden und das sind 4,186 Watt. Genau, die Einheit, die guckt man, die steht über der Tabelle dann, also Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Gut, das hätten wir. Das setzen wir also jetzt hier in die Formel ein. Diese 4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Jetzt kommen wir zu M. Was müssen wir da schreiben? Genau, jetzt geht es um M. Ich mache das mal hier. Um dieses M geht es jetzt und da setzen wir dafür ein, 2 Kilogramm. Warum? Weil 2 Liter können wir nicht verwenden. Dann kürzt sich auch hier keine Einheit raus, denn Liter ist eine Volumeneinheit. Wir wissen aber zum Glück, ein Liter Wasser ist genau ein Kilogramm. Jetzt kommen wir noch zu Delta T. Ganz genau. Delta T ist die Temperaturdifferenz von 20 bis auf 100 Grad Celsius, also mal 80 Kelvin. Nochmal zur Erinnerung, da die Kelvin-Skala genau die gleiche Einteilung hat wie die Celsius-Skala, bloß eben um 273,15 Grad niedriger ist, macht aber nicht die gleiche Einteilung, bleibt die gleiche, können wir sagen, wir haben von hier bis hier auch 80 Kelvin Unterschied. Der Rest ist jetzt fast ganz leicht. Jetzt müssen wir kürzen und gucken, ob das alles funktioniert. Wenn man das jetzt richtig, ich mache das mal ein bisschen geschmiert, aber extra in Rot, damit man sieht, was passiert. Ich verlängere mal den Bruchstrich, diesen hier, den schwarzen. Ich kann alles, was mal ist, sowieso oben drauf schreiben. Und jetzt gucken wir mal. Jetzt können wir nämlich kürzen und sagen, zum Schluss muss eine Energieeinheit übrig bleiben, nämlich Kilojoule. Und jetzt gucken wir. Kilogramm durch Kilogramm ist 1. Kelvin durch Kelvin ist jeweils hier 1. Es bleibt echt das Kilojoule übrig. Also wir sind da auf der sicheren Seite. Pardon. Jetzt können wir nämlich mit dem Taschenrechner loslegen und sagen, W ist gleich. Und jetzt wird getippt. 4,186 mal 2 mal 80.
Und Kilojoule können wir jetzt schon mal dahinter schreiben. Dann sind wir nämlich schon fast fertig. Tippt mal schnell. Gut, also da wir ja das Thema Einheiten geklärt haben, hinten bleibt Kilojoule übrig. Das ist das, was wir auch haben wollten. Jetzt kommt die Taschenrechnerarbeit, eingetippt, tat, 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 tat. Rund 650 müssten rauskommen, wenn ich sage 4 mal 2 mal 80. Ne? 669 ist richtig. Ich mache den Überschlag deswegen, damit ich weiß, dass der Taschenrechner richtig rechnet. Nicht, dass der richtig rechnet, dass ich richtig getippt habe. Schnell verhaut man sich mal mit dem Komma oder mit irgendwas anderem. Gut, an sich ist es einfach. Der Antwortsatz ist leicht, den schreibe ich jetzt mal in der Pause hin. Antwortsatz immer an der Frage orientiert, wie viel Energie brauche ich. Also man braucht 669,76 Kilojoule Energie, um 2 Liter Wasser um 80 Grad wärmer zu machen oder zu erwärmen. Jetzt kam natürlich die Frage, ist dann dieses C immer 4,186 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin? Ja, bei Wasser schon. Aha, hieß es dann aus der Schülerschaft. Dann müsste es ja bei anderen Stoffen anders sein, ganz genau. Mal ganz schnell ein ruckzuck Rechenbeispiel. Nehmen wir mal an, wir hätten hier nicht 2 Liter Wasser um 80 Grad wärmer gemacht, sondern wir sagen mal Beispiel 1b dazu, wenn das 1a gewesen wäre. Wir nehmen einen Block, ich schreibe das erstmal. Jetzt nehmen wir an, wir hätten 2 Kilogramm Eisen. Und Eisen hat rund 0,47 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Wir wollen das auch um 80 Grad wärmer machen. Egal von wo aus. Ich kann auch sagen, das Eisen hätte 120 Grad und ich will es auf 200 Grad erhitzen. Oder das Eisen hätte 80 Grad und ich will es auf 160 Grad erhitzen. Es kommt nur auf die Temperaturdifferenz an. Also Delta T, wir machen es jetzt mal kurz, ist dann schon 80 Kelvin. Das haben wir auch und die 2 Kilogramm haben wir auch. Das ist M. Und das werde ich jetzt alles schnell mal in die Formel schreiben. Wir werden es mal schnell ausrechnen und eintippen. Wir haben jetzt also hier, das war Aufgabe 1b, wir haben gesagt, wir wollen jetzt mal ganz schnell ausrechnen, was ist denn, wenn ich Eisen genommen hätte? Dann ist auch ein ganz anderes Speichervermögen. Eisen kann überhaupt nicht so viel, nämlich na, vielleicht ein Zehntel vom Wasser speichern. Und das sieht man auch, wenn man das hier ganz schnell mal eintippt und entsprechend ausrechnet, kommen nur 75,2 Kilojoule raus. Das heißt, ich kriege Eisen viel schneller warm gemacht. Logisch, ne? Wenn wir flüssiges Eisen hätten, wäre das wahrscheinlich etwas... Naja gut, lass mal den Quatsch. Jetzt haben wir also gesagt, Moment, jetzt könnte man das gleiche noch für Luft machen. Bloß mal schnell nebenbei. C von Luft ist gleich 0,72, ne? 0,72... Und jetzt habe ich gesagt, Achtung, aufpassen, Kilojoule. Steht da wirklich Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin? Ja, zum Glück ja. Das wird in eurem späteren Berufsleben wird euch das auftreten, dass die manchmal ganz andere Einheiten nehmen. Weil Luft ja so furchtbar dünn ist, also eine ganz geringe Dichte hat, nimmt man da gerne mal pro Kubikmeter und so weiter und so fort. Aber in diesem Fall sehen wir Folgendes. Luft kann mehr. Ein Kilogramm Luft sind 1,29 Kubikmeter. Das ist ein ganz schönes Ding. Ein ganz schöner Würfel Luft. Wiegt immerhin ein Kilogramm. Man denkt immer, Luft ist leicht. Nö, nö. In diesem einen Kilogramm Luft kann ich schon mehr Wärme speichern als in Eisen. Aber das bloß am Rande. Okay. So, Achtung. Ich schreibe mal Achtung. Ich schreibe dann den Satz hin. Achtung, diese Rechnung, die funktioniert nur innerhalb eines Aggregatzustandes. Also ich muss mich bei Wasser zum Beispiel nur innerhalb des Flüssigen oder nur innerhalb des Eises oder innerhalb des Wasserdampfes bewegen. Dann kann ich so einfach rechnen. Denn wir haben gerade ein Experiment in Gedanken gemacht, das kennt jeder. Man tut Eis in ein Glas und ich versuche das mal grafisch darzustellen. Und zwar, das ist die Temperatur. Ja, nee. Wir nehmen mal Theta in Grad Celsius. Ich mache das mal so hier. 0 Grad Celsius und hier sind 5, 10 Grad Celsius und so weiter. Ich habe ein Glas Wasser. Das hat meinetwegen 1 Grad Celsius. Und ich fülle da, ich schmeiß da Eis rein. So, rein damit, da drin schwimmt ein Eiswürfel. Und dieser Eiswürfel schmilzt langsam. Und ich stelle aber auch ein Thermometer mit rein und messe stets die Temperatur. So, dann
wird Folgendes passieren. Wenn ich die Wärmemenge, die Temperatur wird die ganze Zeit, und zwar, das ist die Zeit, meinetwegen in Minuten, die Temperatur wird die ganze Zeit bei knapp um die 0 Grad bestehen bleiben, bis zu einem ganz bestimmten Punkt und dann erst langsam ansteigen. Und zwar dieser Punkt hier ist der Punkt, ich schreibe mal ganz frech hin, Eis ist getaut. Solange der Eiswürfel, wenn er hier noch groß war und hier immer kleiner wird und noch kleiner und noch kleiner und noch kleiner, solange noch überhaupt ein bisschen Eis da ist, wird furchtbar viel Wärmeenergie verbraucht, um dieses Eis zu schmelzen. Und jetzt hatten wir eben mal nachgeschaut, um Eis zu schmelzen, braucht man 334 Kilojoule für ein Kilogramm Eis. Das Kelvin, was sonst hier immer steht, das fehlt hier, weil der Schmelzpunkt, der bleibt stets bei 0 Grad. Hier ändert sich die Temperatur nicht, die ganze Zeit nicht. Innerhalb des Schmelzprozesses des Eises ändert sich die Temperatur nicht, deswegen müssen wir hier auch nicht mit Kelvin rechnen. Das ist eine Wärmemenge. Wenn ihr mal das statt W, Q seht, QS ist es in diesem Fall, Q-Schmelz. Wenn ihr mal Q seht, dann ist damit auch Wärmeenergie gemeint, Wärmemenge. So, nochmal anders gesagt, wenn ich mir diesen Ausdruck mal angucke, ich brauche, um aus einem Kilogramm Eis wieder normales Wasser zu machen, 334 Kilojoule, so könnte man es vielleicht auch sagen. So, jetzt haben wir den nächsten Aggregatzustand. Hier ging es von fest zu flüssig. Und wenn ich 1 Liter Wasser zum Sieden bringe, dann hält der die ganze Zeit 100 Grad Celsius, Siedetemperatur des Wassers, blub, 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 die Blasen, die kennen wir alle aus dem Kochpott, und den Wasserdampf, den man hier sieht, das ist schon wieder kondensierendes Wasser, echten Wasserdampf sieht man nicht. Also das sind schon wieder kleine Wassertröpfchen, die hier oben so ein bisschen aufsteigen, aber ich brauche, und jetzt kommt es ja noch härter, guckt euch das mal an, ich brauchte 334 Kilojoule, um aus Eis Wasser zu machen, und jetzt kommt es noch schlimmer. Ich brauche 2260 Kilojoule, um 1 Liter Wasser wirklich verdampfen zu lassen. Das heißt also, wenn ich das Ding auf den Kochpott stelle, muss ich keine Angst haben, dass innerhalb der nächsten 2 Minuten alles verdampft ist. Das kennen wir auch aus der Erfahrung. Wenn ich einen Pott Wasser hinstelle und auf der Herdplatte lasse und lasse es blubbern, dann ist da eine Wahnsinnsenergie nötig, um aus flüssigem Wasser gasförmiges Wasser zu machen. Ähnlich verhält sich es mit anderen Stoffen. Es ist immer sehr viel Energie nötig. Und jetzt dürfte auch Folgendes klar werden. Wenn ich ein Wärmekissen, das kennt jeder, so ein Plastikbeutel mit einer Flüssigkeit drin, die dann, wenn man da drin, da ist so ein Metallclip, der macht Knick, der ärgert dann das Wasser und plötzlich wird es fest und gibt furchtbar schön viel Wärme ab. Jetzt kann man sich vorstellen, was, weil nämlich von flüssig zu fest der Aggregatzustand geht, dann brauche ich keine Wärme, um es zu verflüssigen, sondern ich kann Wärme entnehmen, weil es fest wird. Und diese Wärme strahlt dann dieses Wärmekissen ab. Jetzt kann man sich auch vorstellen, warum genau dieser Übergang von einem Aggregatzustand in den anderen, warum der so viel ausmacht, weshalb da so viel Wärme freigesetzt oder benötigt wird, je nachdem. So, jetzt hatten wir eben noch eine schicke Frage beantwortet und die hieß, wir haben es sogar übertrieben, wir haben nicht nur geschmolzen, sondern wir haben Aluminium, haben wir von festen Aggregatzustand in den Plasmazustand befördert. Also wir haben Aluminium noch schlimmer als verdampft. Naja, wenn ich mir solche Wahnsinnsenergiemengen, ich muss ja erstmal von fest zu flüssig und flüssig zu gasförmig und gasförmig zu Plasma kommen, da haben wir wahrscheinlich sehr viel Energie verballert. Aber das haben wir mit einer Mikrowelle gemacht, den Versuch, und trotzdem hat es geklappt. Warum? Wenn man sich das nochmal klar macht, wir brauchen hier super, super, super viel Energie. Ja, für ein ganzes Kilogramm. Aber unser Aluminiumplättchen mal aufgemalt, das war vielleicht so groß, wie ich es jetzt male, vielleicht ein bisschen größer. Das waren vielleicht ein halbes Gramm, wenn überhaupt. Deswegen braucht man hier so viel pro Kilo und hier ein Tausendstel vielleicht. Nicht mal ein halbes Tausendstel hiervon. Und schon sind wir bei 2 Kilojoule
ein Kilojoule vielleicht, was wir da verballert haben. Zumal ja Aluminium einen ganz anderen Wert hat. Ne? Das könnte man jetzt wieder nachgucken, Schmelzwärme und so weiter. Hier hatten wir es mit Wasser zu tun. Wasser ist der beste Energiespeicher. Ich schließe das Video an der Stelle ab. Rechenbeispiele für zu Hause nochmal. Macht euch nochmal klar, wenn ich Wasser erwärme, hier hatten wir ein 2 Kilogramm Wassermenge genommen, weil es ein 2 Liter Wasserkocher war. Ich kann das Ganze mit einem halben Liter machen, ich kann sonst was draus machen. Und später kommen wir dann dazu, wie man die eine Energieeinheit in die andere umrechnet. Das war Wärmeenergie, die in Kilojoule angegeben wird. Ne? Wir geben das in Kilojoule im Allgemeinen an. Chemische Energie auch. Elektrische Energie gibt man an in Wattsekunden oder Kilowattstunden. Und wie man das umrechnet, das zeige ich dann später. Mechanische Energie gibt man in Newtonmeter an. Also das sind alles ganz einfache Geschichten. Kommen wir dann aber drauf, ich schließe das Video an der Stelle ab. Übt das mit verschiedenen Temperaturen, mit verschiedenen Materialien. Das ist eigentlich nur eine ganz einfache Rechnerei. Auf die Einheiten achten, eintippen, Ende. So, das war's für heute. Ich schließe das Video ab.